Und damit herzlich willkommen zur 80. Folge von Ein Tag Lebenslang. Ich bin der Tobi und heute mit mir dabei der Kevin. Hallo. Und der Jussi. Moin, moin. Ich weiß, ich absolut. Ich muss ja gerade ein bisschen lachen, weil diese Einspieler mit der Stimmung am Anfang und dann gleich die Stille hier erinnert mich irgendwie an ein gewisses Erlebnis. Fünf Minuten warten, um den Stecker zu ziehen, ja. Ja, am besten nächstes Mal spielen wir einfach Wir haben die Schnauze voll, wir haben die Schnauze voll. Auf jeden Fall. Passt absolut zur Stimmung, wem was besser. Ja, die Stimmung könnte gar nicht besser sein im Umfeld. Das erste Mal wieder ein Heimspiel vor, es war ja nicht mal ausverkauft, vor den 7800 Karten waren 6676 verkauft. Es war noch ein bisschen Platz in der Nordkurve, aber an und für sich war das schon mal wieder eine, also wer in den 90ern zur Eintracht gegangen ist, da war das Standard, so Dings. Nur, dass dann halt alle ein bisschen enger zusammengerückt sind und die Süd halt voll war. Ja, aber, also es war auch gute Stimmung eigentlich, dafür, dass überhaupt keine organisierte Fanszene da war. Also es gab keine Trommel und im Neuner wurde jetzt auch nicht irgendwie vorgesungen oder so. Es hat sich halt so auf die Kurve verteilt, mal da irgendeiner was angefangen, mal da. Da merkt man dann auch schon mal, was es bedeutet, wenn die Ultras nicht da sind. Das funktioniert nämlich nur semi-gut. Also klar ist das auch dem geschuldet, wie das Spiel verlaufen ist. Ja, Kanon, man hat immer irgendwie, teilweise hat man zwei verschiedene Sachen gesungen. Die eine Seite der Kurve hat das eine Lied gesungen, die andere Seite hat das andere gesungen. Dann war immer der Versatz dazwischen, was halt so passiert, wenn man keinen hat, der und sagt, immer schneller was und schneller und schneller. Und natürlich muss man auch sagen, klar, der Spielverlauf hat sein Übriges getan, dass die Stimmung jetzt nicht so herausragend war. Auch wenn man sagen muss, dass nach dem 0-1, dass er in der fünften Minute gleich die erste Chance von Köln, zack, wieder. Es hat mich so an dieses eine Rostock-Spiel erinnert. Ich weiß gar nicht, wann, ich glaube, das war in der Drittligasaison. Ja, das war das Spiel. Die Hinrunde. Ach, die Hinrunde. Nicht das 0-3, wo Kiwi das letzte Heimspiel oder das letzte Spiel vor Zuschauern letztes Jahr, sondern das Hinspiel war das, glaube ich, wo auch eine Bombenstimmung. Ich glaube, da war auch irgendeine Choreo, weil irgendein Fanclub Geburtstag hat. Ich weiß nicht mehr. Es war richtig gute Stimmung und du kriegst in der zweiten Minute das Gegentor und zerstört. Sofort ist gleich wieder schlechte Laune. Und genauso war es gestern. Es wurde zwar dann noch weiter supported, halb, also so gut es halt geht irgendwie. Und also nach dem 2-0 war die Stimmung noch wirklich gut. Genau, und mit dem 2-0 hat es dann gekippt. Obwohl danach auch immer hin und wieder mal angefeuert wurde. Also es war jetzt nicht komplett tot, aber halt immer weniger so, ne? Also vom 0 bis zum 0-1 war es sehr gut, dann ein bisschen schwächer und nach dem 0-2 wieder deutlich schwächer, aber... Ja. Ich hatte irgendwann, ich weiß gar nicht, vorbei. Ob das nach dem 0-2 war, wurden schon das erste Mal, wir wollen euch kämpfen sehen. Ja, komm. Gut, das ist sowieso immer... Ne, aber ich meine, gehörte früher schon einiges dazu. Das wurde denn auch mal so als letzte Möglichkeit genutzt. Der Fans, es kommt nicht so häufig vor, gerade in Phasen, wo es gut läuft. Klar, wenn es schlecht läuft, kommt das schneller. Aber das kam schon relativ früh in der ersten Halbzeit nach dem 0-2. Ich habe da auch gleich noch ein Beispiel, was überhaupt nicht gut angekommen ist bei den Fans. Und dann, ja, dann kamen schon die ersten Pfiffe natürlich zur Halbzeitpause und nach dem 3-0 war dann komplett Feierabend. Da kamen dann, glaube ich, auch die ersten Vollmann-Rausrufe. Noch mehr Pfiffe, ihr macht euch lächerlich, das volle Programm. Nach dem 4-0 habe ich gar nicht mehr hingeguckt. Ich habe mich einfach in meinem Achter, ich sitze, stehe ganz oben im Achter, ich habe mich einfach hingesetzt, angelehnt hinten und auf dem Handy irgendwas gemacht. Es hat mich dann auch wirklich nicht mehr interessiert, was auf dem Platz kommt. Also so ernüchtert und enttäuscht wie gestern war ich schon häufig, ich wollte gerade sagen, war ich noch nie im Einsatzstand, aber das stimmt nicht, weil es sich einfach häuft in letzter Zeit. Aber so früh in der Saison gegen einen Aufsteiger so dermaßen chancenlos zu sein, das hat mich einfach komplett ernüchtert und vielleicht auch ein bisschen geschockt. Ich war dann auf dem Weg nach Hause auch gar nicht groß wütend oder so, es war einfach so, ja gut, ist mir einfach egal. Vielleicht ist das von meiner Seite auch so eine Art, dachte ich so. Ja, vielleicht ist das von meiner Art Seite auch so eine Art Schutzreflex, dass ich das gar nicht an mich ranlassen will, weil es mich dann einfach nur zu sehr aufregt. Und was mich viel mehr aufgeregt hat, war heute die Diskussion bei Twitter, da kommen wir vielleicht dann nochmal drauf,
was wieder die Fans gemacht haben, Pfiffe und so weiter und so fort. Wir wollen das hier vorneweg klarstellen, wir haben es in den vergangenen Folgen klargestellt, Beleidigungen unter der Gürtellinie und was weiß ich, Todesdrohungen oder was weiß ich, was da alles geschrieben oder geschrien wurde, geht gar nicht. Das haben wir oft genug deutlich gemacht hier, aber Pfiffe und Vollmann raus und diese normale Kritikäußerungen der Fans im wir wollen euch kämpfen sehen oder ihr macht euch lächerlich oder sowas, das ist einfach ganz normal und das hat auch, kommen wir bestimmt gleich nochmal drauf, das hat nichts mit der aktuellen Mannschaft zu tun und es hat auch nichts mit Michael Schiele als Trainer zu tun, es hat einfach mit der vergangenen Zeit zu tun und hauptsächlich hat sich das war jetzt der Katharsis-Moment oder so der Ausbruch der Fans gegenüber Peter Vollmann, was mit Sicherheit im Verlauf der letzten Saison auch schon früher gekommen wäre, da hatten die Fans aber nicht die Möglichkeit dazu und trotz seiner deutlichen Fehlleistung, in der er trotzdem noch befördert wurde vor über einem halben Jahr und nicht reagiert wurde von der Vereinsführung und er einfach weitermachen darf, ist das jetzt einfach das, was sich Bahn gebrochen hat, was die Fans wahrscheinlich am meisten frustriert hat. Darf man nicht vergessen, dass man eine ganze Saison gar nicht richtig als Gemeinschaft im Stadion war, ne? Also das sind ja immer spontane Reaktionen erstens im Stadion, das ist ja nichts Geplantes. Ne? Es hat sich einfach viel aufgestaut über mehr als ein Jahr jetzt schon. Wir haben jetzt viele, viele schlechte Saisons erlebt. Der Aufstieg war ein bisschen glücklich, weiß glaube ich jeder, und wir waren nicht richtig dabei. Also hat man eigentlich seit ganz schön langer Zeit nur fast nur schlechte Spiele erlebt, so richtig im Stadion. Und ist immer nach, was weiß ich, wie viele Tage, 500 Tage oder sowas, endlich mal wieder in der Südkurve, hat Lust auf ein Spiel, hat richtig gute Laune, freut sich wie Bolle, so also, hat er nie auf irgendein langweiliges Spiel gefreut und da kriegst du halt einen richtig in die Fresse gehauen und da bist du halt auch mal, also ja, da reagiert halt jeder anders, ne, und im Stadion ist halt die normale Reaktion, dass du überschreist. Ja. Das ist halt einfach so. Und diesen, klar, ich weiß vielleicht, ist es ein Unterschied, ob man da war oder nicht, weil du halt nicht diesen riesen Fall hast, du schon riesiger Vorfreude, weil du im Stadion bist und einen vors Fressbrett kriegen sozusagen. Ich weiß nicht, ob das, wie Jussi das sieht, ob das vielleicht nur jetzt meine Meinung ist oder ob das vielleicht daher wirklich kommen könnte, dass man da vielleicht ein bisschen andere eingestellt war vorher. Ja, also ich denke mal, dass es immer schon Rufe im Fußball gibt, nur also hier in Finnland ist es ja so, dass das organisierte Support ist eher selten und wenn er stattfindet, ist es eher ja, in einer kleinen Form und dann hört man schon eher, was die Zuschauer dann halt rufen und ich denke mal, das war halt so, also wie ich es im Fernsehen mitbekommen habe, dass natürlich, dass die Rufe kommen. Das ist ja auch selbstverständlich, dass da auch gerufen wird und dass man das besser hört als vielleicht sonst, hat ja auch damit zu tun, dass es keine organisierte Stimmung gab in dem Sinne. Oder es wurde schon Stimmung gemacht, aber es gab ja keinen Gesang oder so, wo über 90 Minuten oder so, wie die Ultras es normalerweise machen und ich denke mal, das beeinflusst es schon ein bisschen und die andere Sache ist natürlich auch, dass so eine Stimmung, man hat es ja ganz gut gesehen, ist schneller gekippt. Ich meine, wir sind, Domi hat es gesagt, für den schnellen Rückstand und dann kommt halt diese ganze Unmut, was man da hatte über die letzten Wochen, Monate, Jahre, was sie jetzt auch schon schön gestaut hat in den letzten Monaten, weil man nicht ins Stadion durfte, dass das dann rausbrodelt aus den Leuten, kann ich vollkommen verstehen. Drogen und so, das wissen wir, das darf nicht sein. Da müsste man auch sich hüten, auch nach 4 Bieren oder so im Stadion, da muss man, das darf nicht sein, aber seinen Unmut zeigen und vielleicht andere Personalien fordern oder so, das hätte ich genauso gemacht. Wenn ich jetzt im Stadion gewesen wäre, hätte ich auch voll mal rausgerufen, ganz ehrlich. So oder so ehrlich muss ich auch sein. Ja, also die haben sich auch selber dafür entschieden. Es gab andere, modernere Sachen, die auf dem Tisch lagen. Die Vereinsführung hat sich dagegen entschieden. Sie hat entschieden,
mit Peter Vollmann den Weg weiterzugehen. Und dann muss ich auch mit so einer Reaktion rechnen, wenn es nicht funktioniert. Beim letzten Spiel gegen Kaiserslautern hat der Kommentator noch gesagt, dass gesagt wurde im Umfeld, dass Anfang der Woche Startelf-Spieler präsentiert werden. Jetzt über eine Woche später ist es keiner gekommen. Es ist nur wieder diese Aussage, ja, wenn einer aus der zweiten Liga mitbietet, haben wir keine Chance. Ja, das haben andere Vereine auch. Die haben alle den gleichen Transfermarkt. Und wir kriegen es nicht geschissen. Wir haben... Es ist so sinnlos einfach. Kiwi, wann haben wir angefangen, Neuzugänge zu fordern? Wir haben ja geschrieben, wir haben noch 5 Wochen bis Trainingsbeginn, bis Saisonbeginn. Noch 4 Wochen bis Saisonbeginn. Und als den Trainingsbeginn war, seitdem ist kein Neuzugang mehr gekommen. Die haben angefangen zu trainieren. Die einzigen, die dann noch neue dazu kamen, ja, war Felix Stumpe einfach. Also es wurde dann nur Nachwuchsspieler noch... Nee, der hat schon mittrainiert. Der hat schon mittrainiert und wurde danach noch verpflichtet. Aber seitdem die trainieren, wurde kein einziger neuer Spieler gekauft. Und man kann den Fans doch nicht wirklich erklären, dass das nicht gesehen wird, was da für Fehler auf dem Feld passieren. Diese Mannschaft, die so gerade da steht, nicht drittligatauglich ist. Und das ist das Nächste. Klar, es ist viel mit dem Kopf, wird viel mit dem Kopf zusammenhängen, dass sie irgendwie den Rucksack von dem Ballast von letzter Saison mitschleppen. Haben doch andere Vereine auch. Steigen ja nicht jedes Jahr die Absteiger gleich wieder ab. Ja, aber das ist auch teilweise, ist das hausgemacht. Michael Schulz, der hat hier in der Hinrunde wahrlich keine gute Leistung abgeliefert. Das ist bei dem im Hinterkopf. Und der hat selber gesagt, als er zu Saisonende bei Viktoria Köln, der hat eine Bombenrückrunde in Köln gespielt. Der hat selber gesagt, er würde lieber gerne da bleiben. Der wird verpflichtet. Verkauf den doch einfach. Es ist doch hausgemacht, dass der denn, wenn der hier, der hat ein grottenschlechtes Spiel abgeliefert. Glaubt irgendeiner, dass der mental nochmal so auf den Damm kommt, dass der hier im Eintrachtstadion nochmal performen kann? Das ist alles, wenn der wirklich da selber sagt, er würde gerne in Köln bleiben und gegen den Willen des Spielers wird er zurückgeholt, die Leihe ist abgelaufen und wird dann auch noch aufgestellt, was das nächste Thema ist. Warum spielt er und warum spielt Brian Behrendt nicht? Kommen wir gleich noch vielleicht zu. Dasselbe mit Jari Otto, der sich selber einen Rucksack aufgesetzt hat, weil er selber bei seiner Vertragsverlängerung mehr Einsatzzeit gefordert hat. Jetzt hat er endlich Einsatzzeit. Position ist die Frage, ob das wirklich die Position ist, wo er glänzen kann. Aber die letzten 1,5 Spiele, wo er zur Halbzeit ausgewechselt hat, er nicht gezeigt, dass er ein Startspielerkandidat ist. Das ist von ihm selber ein Rucksack, den er sich aufgesetzt hat. Genauso wie Kubilanski. Das Lustige ist ja daran, dass viele Spieler, die wirklich nicht gut gespielt haben, da haben wir ja gar keinen... Also wir können ja gar nicht anders spielen. Also es ist ja, also wir haben ja uns vor der Saison schon Gedanken darüber gemacht, welche Formationen wir spielen oder wie wir da auftreten. Bei den allermeisten Formationen fehlt es halt irgendwie ein Spieler, weil entweder wir haben nur einen Flügelspieler und halt Felix Stumpe, der hat noch nie Profi war, erste Mal mittrainiert. Also Flügelspieler gehen schon mal nicht die Formationen. Haben wir nur einen starken Drittligaspieler, sage ich mal. Oder wir müssen halt immer wieder positionsfremde Spieler einsetzen. Das haben wir ja letzte Saison gemerkt, dass es ziemlich kacke sein kann, wenn man immer irgendwie Spieler auf anderen Positionen spielt. Und wenn man da natürlich dann keinen Spieler einwechseln kann, der irgendwas verändert, also wenn man jetzt Gürt für Proschwitz einwechselt, tut mir leid. Die sind vielleicht unterschiedlich gut, unterschiedlich jung, aber die sind halt nicht so unterschiedlich, dass du halt auf einmal ganz anders spielen kannst. Also, ich weiß auch gar nicht, du musst doch auch früher reagieren. Der Behrendt kam auch schon nach dem 4-0, um das zu verteidigen. Ja, also das ernsthaft. Das war einer der besten Abwehrspieler, die wir hatten in der Rückrunde, in der zweiten Liga, und der ist auf einmal nur noch auf der Bank. Also, bitte erklär mir das. Warum? Das ist auch so eine Frage, warum wird das bei der PK nicht gestellt? Ich meine, von der Braunschweiger Zeitung kam die Frage, warum Behrendt denn kam und dann umgestellt wurde. Das wurde von Schiele so weggebügelt. Naja, man muss ja nicht jedem Gegner die Aufstellung spiegeln. Und da wurde auch nicht weiter nachgefragt. Was ist das für eine Pressekonferenz nach dem Spiel gewesen? Die war 5 Minuten lang. 2,5 Minuten hat der Gästetrainer geredet. Dann hat Schiele was gesagt und gab es eine Nachfrage. Nach einem 4-0 zu Hause gegen den Aufsteiger kam eine verschissene Nachfrage. Das kann es nicht sein. Da gehört auch so eine Frage rein, ob diese Mannschaft mental betreut hat. Anscheinend gibt es da ein Problem in der Mannschaft im Kopf. Warum wird nicht gefragt, ob sich darum gekümmert wird? Klar, wenn man jetzt erst zum Abstieg reagiert hat und einen Mentaltrainer eingestellt hat, kann der auch nicht innerhalb von kürzester Zeit irgendwas verändern. Aber das ist doch mal Das kann man doch mal fragen. Warum wird da nicht nachgebohrt?
Das ist genau das, was mich in der letzten Saison aufgeregt hat. Ich reg mich schon wieder viel mehr auf. Dieses ganze Trara hinterher regt mich viel mehr auf als dieses scheiß Spiel gestern. Ich war einfach nur, ja, ist okay. Es geht einfach so weiter. Und diesen ganzen Bullshit, der heute dazu kam, der regt mich auf. Mann, ey, das ist doch mit Kubilanski genauso. Er meint, dass er für was Höheres berufen ist und der Top und sein Diva-Verhalten, was weiß ich. Ja, dann zeig's doch endlich mal. Der hat in dem Spiel überhaupt nicht stattgefunden. Klar, ich weiß auch gar nicht, was die Spielidee sein sollte. Flank aus dem Halbfeld irgendwie auf Proschwitz? Was sollte das in der ersten Halbzeit? Jeder Ball. Es gibt nichts Einfacheres zu verteidigen. Wirklich jedes Mal, wenn kein Arschspieler so kurz frei war, wurde der Ball lang auf Proschwitz geschlagen. Egal von wo auf dem Feld. Ob es eine Flanke war, ob es ein langer Ball nach vorne war. Oh. Ja, dass Michael Schiele kein Kontertrainer ist, hat Jussi Anfang der Saison in der Vorbereitung schon mal gesagt. Dass er eher nicht so schnelles Umschaltspiel bevorzugt. Ja, aber dann wurde das Spiel langsam gemacht und die letztendliche Lösung war dann meistens auch wieder einfach ein langer Ball nach vorne irgendwo auf den Stürmer. Was soll das? Und was ich vorhin meinte, was die Zuschauer auch schon aufgeregt hat, was ich mitbekommen hatte, war eine Szene, ich weiß gar nicht, ob es da schon 2-0 stand, ich glaube, es war Ende der ersten Halbzeit, irgendein Zweikampf von Ihorst, wo er sich dann vorm Neuner da an der 16er Kante irgendwie den Ball abnehmen lässt und dann einfach stehen bleibt. Der Spieler passt, also anstatt direkt ins Gegenpressing zu gehen. Und du weißt ganz genau, wie die Zuschauer in Braunschweig reagieren, wenn du denn einfach stehen bleibst und dir nicht den Arsch aufreißt und der hinterher geht. Da kamen schon die ersten Unmutsäußerungen. Nach dieser einen Szene ist vielleicht auch ein bisschen früh, aber das zeigt doch schon eine gewisse Grundeinstellung. Ich dachte, wir haben Spieler mit Eintracht Derner geholt. Ja. War immer so meine Auffassung, was ich verstanden habe. Der Einzige mit Eintracht Derner in der Mannschaft, also jetzt ist Brian Henning. Das ist zwar auch schon wieder so ein bisschen Bohle, also es ist auch nicht alles Gold, was er macht, aber er reißt den Arsch auf, ist auf dem ganzen Feld unterwegs. Aber es bringt's nicht, wenn das nur ein Spieler ist. Ja, offensichtlich waren auch alle echt, also, boah, also da ging ja wirklich gar nichts wieder, schon wieder, also, das war ja noch ungefährlicher als gegen Kaiserslautern. Ja, es war ja, also das habe ich heute getweetet, dass die Expected Goals Wert genauso sind wie die 0 zu 4 und ein Punkt. Das spiegelt das eigentlich ganz gut wider, was wir das in zwei Spielen gezeigt haben, weil in zwei Spielen war der Gegner eigentlich klar besser. Kaiserslautern hat nur, da haben wir vielleicht noch ein bisschen besser verteidigt oder hatte mehr Pech oder so, aber Berlin hat dagegen das eiskalt genutzt, also mit den 0 Punkten können wir uns oder mit einem Punkt können wir noch zufrieden sein aktuell. Ganz ehrlich, das Tor zum 0-3, ne? Das ist ja also symptomatisch für das ganze Spiel bisher, also beide Spiele gewesen. Proschwitz verliert total, also wirklich komplett unnötig den Ball. Also es war ja wirklich ein total dämlicher und unnötiger Ballverlust, weil er irgendwie zu langsam war, seine Beine nicht auseinanderbekommen hat. Dann steht gar keiner irgendwie hinten und wir werden ausgekontert. Was ist denn, wo war denn Wiebe die ganze Zeit? Der war ja nie da. Also der war ja nie da. Der war ja irgendwie immer schon zu weit vorne und wenn er vorne war, schon zu weit hinten. Ich weiß nicht, wenn man Wiebe hat, ne, man hat nicht genug Spieler für eine Mittelfeldraute, dann kann man doch auch Wiebe mal im Mittelfeld spielen lassen. Da muss man nicht irgendeinen Stürmer dahinstellen, der das überhaupt nicht kann. Und dann hätte man halt einen Rechtsverteidiger holen sollen. Und zwar, wenn man Görlich nicht spielen will. Ja, wir haben einen gut, aber der spielt nicht. Anscheinend funktioniert es ja mit Wiebe doch nicht so gut. Das war ja. Dann kannst du doch das auch mal probieren im Spiel. Und dann wechseln wir. Wir haben nur viermal gewechselt, ne? Oder habe ich mich erzählt? Nee, viermal. Da kann man doch, wenn man 0-4 zurückliegt, da kann man doch auch wenigstens mal den jungen Spielern ein bisschen Zeit geben. Weil ist doch sowieso total egal. Ist doch total egal, wie das Spiel ausgeht. Da kannst du doch wenigstens mal den jungen Spielern ein bisschen Minuten geben. Weil die brauchst du ja anscheinend, weil wenn wir weiterhin nur 21 Spieler da in die Spiele gehen, dann wäre es gut, wenn die irgendwie auch mal Spielpraxis haben. Weil wenn es 1, 2, 3 Verletzte gibt oder eine Sperre, dann sind die auf einmal ganz schön nah an der Startelf dran. Ich weiß überhaupt nicht, es wirkt so, als ob überhaupt gar kein Spieler irgendeine Idee hat, was sie eigentlich machen wollen, nach vorne spielen. Also genau so, wie die ihn angegriffen haben, haben wir damals in der A-Jugend oder in der B-Jugend Kreisliga oder Kreisklasse gespielt.
Wir hatten zwar statt Froschwitz einen schnellen vor, der hinterher, der Ball hinterhergelaufen ist, aber auch auf die Bälle irgendwie hingepasst. Standards waren auch wieder total kacke, bis auf einer. Also, oh, das waren war unsere ja einzigen Chancen. Eine verunglückte Flanke, ja Freischussflanke von Kobi und ein so ein halbgarer Schuss nach dem Freistoß. Gegen kannst du ja, auch nicht unbedingt sagen, Fesic hat gut gehalten, ne? Kein Gegentor bekommen. Aber es gibt ja wirklich, du kannst auf gar nichts aufbauen. Du kannst sagen, okay, Henning und Krause waren vielleicht okay, aber offensichtlich waren sie auch, haben sie auch nichts gemacht. Es gab, wir haben wieder, es, wir haben ja schon wieder so viele Flanken in die Mitte geschlagen, die waren ja so ungefährlich. Das verstehe ich nicht. Das ist ja wie die ganzen Kaufmann-Flanken letzte, die flach vor dem Strafraum geklärt wurden. Ja, das sagt schon alles, wenn Wiebe irgendwie der gefährlichste Spieler ist, weil er mit seinen Flanken, weil er mal vielleicht mal einen Kopf trifft oder so von seinem Mitspieler oder so. Das ist ja, das ist schon, das war schon armselig. Die größte Chance, die wir hatten, war, wo jemand den Ball nicht getroffen hat von uns. So die, so vor, aus dem Stadion so aussah, wo, ich weiß nicht, wer das war. Wo wir eine Flanke rein, stand schon 0-4, war schon total egal. Ja. Ja, stimmt, das waren es Gerd und E-Horse, glaube ich, oder? Ja. Kann sein. Ja, das war die größte Chance, ja. Wir haben jetzt zwei Spiele kein Tor geschossen. Und wir haben, weiß gar nicht, haben wir schon mal aufs Tor geschossen in beiden Spielen? Ja, nur das jetzt ist das Nicolau zum Beispiel jetzt hier. Ach, der Kopfball, erst, ja. Ja, jeder andere, wenn gegen uns jemand so frei zum Kopfball kommt, dann ist der wahrscheinlich auch drin. Das ist, war er beim 1-0. Ist einfach nur typisch. 0-1. Ja. Ja. Also dazu, dass wir auch noch sehr schlecht spielen, haben wir natürlich auch noch ziemlich Pech. Weil, also. Ja. Tja. Und wer macht zwei Tore? Der Mann aus Peine. Ja. Zigerzi, ja. Zwar einen langen Umweg genommen, aber hätte theoretisch auch hier landen können. Ja. Ja, aber das war ja witzig. Also wer gegen gerade gehört hat vor dem Spiel, der das Interview mit dem, glaube ich, Sportdirektor, ja. Rocco irgendwas von Viktoria Berlin. Da hat man gehört, wie so ein kleiner Verein aufgebaut wird und hat halt gesagt, ja, großen Respekt für Braunschweig und wir fahren nach Braunschweig und gucken wir mal, wie wir professionell arbeiten und so. Die müssen gar nichts von uns abgucken, überhaupt nichts. Im Gegenteil, wir müssen von denen was abgucken, was die gut machen. Ja. Zum Beispiel Social Media Arbeit oder überhaupt den Verein, eine Community vernünftig präsentieren und so weiter, wie man eine Basis aufbaut, wenn man noch keine hat und so weiter und vor allen Dingen, wie man eine Mannschaft motiviert und wie man eine Spielidee präsentiert und mit welcher Selbstverständlichkeit die aufgetreten sind, da war ich richtig verblüfft. Ich meine, die haben 11 Saisonspiele gemacht letzte Saison. Was, ne? Für geile Pässe die gespielt haben, die Seitenwechsel, ja. Ne? Die kamen genau in den Fuß oder auf die Brust zum Lassen, die haben den genau mitgenommen in den Lauf, ne? Und unsere Spieler lagen dabei, wurden natürlich nicht angenommen, sondern irgendwo hingeköpft. Und dann steht da keiner und der, also, mein E-Horse ist ja schnell, aber so, ja, erster Kontakt und so, Beweglichkeit ist halt nicht so seins. Das ist auch bei anderen Spielern so. Also, Danilo Wiebe ist halt keiner, der auf außen an einem Gegenspieler vorbeikommt, ne? Wenn der einen Gegenspieler vor sich hat, dann dreht er um und passt den Ball zurück. Kann er halt nicht. Ist ja auch kein gelernter Außenverteidiger. Das hat er ja nie gelernt, sowas zu machen. Wenn dann halt, ohne Flügelspieler brauchst du auch nicht dauernd auf die Flügel spielen. Das haben wir sehr oft in der ersten Halbzeit sind wir an Eckfahnen gewesen, aber irgendwie wussten da nicht, wie man da weiterkommt. Ach, nochmal ganz kurz zum Social Media Dings. Ist das Thema Wall of Fans, was jetzt ja angegangen werden soll, was immer gesagt wurde, das wird dann präsentiert, wenn wieder genug Leute im Stadion sind. Und jetzt ist ihnen aufgefallen, es verzögert sich alles noch ein bisschen, weil es nicht die richtigen Teile, es gibt irgendwie Nachschubprobleme. Ja, wann haben die das denn bitte bestellt? War es jetzt wieder so, oh, scheiße, jetzt zur Hinrunde kommen doch schon Zuschauer, jetzt müssen wir uns tatsächlich drum kümmern, nach über einem Jahr. Also das ist doch schon wieder, an so einem Beispiel sieht man die ganze Stümperhaftigkeit und in der Vereinsführung. Hätte zwei Wochen vorher geschrieben, ne? Ja. Ja, total egal, aber es ist natürlich irgendwie einen Tag vorher wieder zu schreiben, dann sieht man wieder, entweder hat man es vergessen, sich drum zu kümmern, und man hat vergessen, es mitzuteilen. Also das ist ja, das fällt dir nicht einen Tag vorher auf einmal auf,
Das ist ja, also, die haben ja nicht gedacht, ja, heute, es kommt heute noch, und dann sagen sie aber, ah, es kommt doch im Oktober. Also, das ist, es kann ja gerne, es geht sehr, sehr viel schief, aber es kann ja auch gerne viel schief gehen, wenn man es richtig vernünftig mal mitteilt. Nicht immer erst, wenn es schon passiert ist, oder wenn man erst nachfragt. Also, Kommunikation von einem Verein lebt ja davon, dass der Verein kommuniziert und nicht, dass der Verein immer antwortet oder, wie es letzte Woche hieß, aktuelle Stellungnahme. Na, wir wollen eine aktuelle Stellungnahme, wir wollen gerne Vorausblicke, wir wollen, dass wir das gerne vorher wissen, und nicht immer, wenn erst gemeckert wird. Denn wir wollen auch nicht immer meckern. Aber es, damit man halt als Fan sich willkommen fühlt und wahrgenommen fühlt, möchte man halt gerne auf dem Laufenden gehalten werden. Das heißt, dass man das vernünftig so macht, wie das ja in jedem anderen Bereich auch ist. Also, das, wenn du was weißt, eine Information hast, die für die Fans wichtig ist oder interessant ist, dann teilst du die doch sofort mit und nicht dann irgendwann. Dann sollen sie halt gucken, dass sie irgendjemanden ehrenamtlich einstellen, wenn sie dafür kein Geld haben. Okay, wir fangen damit Ich nicht weiß, wieder an. das haben wir wirklich jedes Mal. Es klappt in Ja. jeder Kraft, dann kümmert euch doch darum. Die Fans fragen, das sagst du jede Woche. Ich verstehe es nicht. Was ist das Problem, das mal richtig zu kommunizieren? Wenn das jetzt nur jemand alleine macht, ne, okay, geht nicht alles, aber dann kann man doch mal, also dann muss man das auch auf andere Leute verteilen. Oder wollen die nicht, dass so viele Leute intern das wissen? Nein, wollen sie nicht. Das ist diese verfickte Arroganz in diesem Verein. Die denken noch Wunder, was sie sind. Wir sind ein scheiß Drittligist, der gegen einen Regionalligisten verloren hat mit 4-0 am zweiten Spieltag. Wir haben überhaupt nichts, auf das wir uns irgendwas einbilden können. Das gilt mittlerweile auch für das Meisterlied in der 67. Ich kann es nicht mehr hören mittlerweile. Lass es doch auch einfach weg. Wir brauchen uns zurzeit gar nichts auf irgendwelche Vergangenheit einbilden. Der Status quo ist dritte Liga am Boden. Wir müssen in die Zukunft gucken und nicht andauernd immer zurückgucken und uns freuen, was früher mal war. Davon wird es jetzt auch nicht besser. Wir müssen jetzt langsam mal einen Schritt nach vorne machen. Amen, Amen, das sage Ja. ich. Also, das sage ich, oder das geht mir schon länger auf den Keks. Also, ich mag die Tradition, ich mag, dass man darüber stolz ist, aber was hilft mir jetzt? Also, auch die Messlatte müssen wir auf die Messerlatte höher legen. Wir können nicht mehr auf diese ruhmreiche Vergangenheit ja, in diese ruhmreiche Vergangenheit, in Anführungsstrichen ruhmreiche Vergangenheit, wir sind einmal Meister geworden, das ist nicht so besonders. Und auf diese Tradition kann man sich natürlich in gewisser Weise hochziehen, vielleicht noch, weiß nicht, wie lange das noch gut geht, aber was hat das mit den jetzigen Spielern zu tun? Was hat das mit der Zukunft zu tun? Ich will meinen Verein ganz oben sehen und vielleicht reicht es in manchen aus, dass sie in der dritten Liga rumtänzeln oder so, aber also mir persönlich reicht das zum Beispiel nicht aus und ich Es möchte kommt meinen ja auch vor Verein allem einfach. darauf auch an, warum man und wie man in dieser Liga Ja. rum ist, ne? Also, Ja, das sowieso, ja, ja, das sowieso. es ist, man kann ja auch einiges verzeihen und mit vielem leben. Ne? Es ist, wenn das jetzt halt nicht anders möglich wäre, aus welchen Gründen auch immer, dann ja, ist das halt so, ne? Aber es ist ja halt immer möglich. Und ich verstehe auch nicht, wie man dann als Verein wirklich die Dreistigkeit haben kann, zu sagen, dass Sponsoren zögern wegen Fans und selber wirklich Jahr für Jahr für Jahr Scheiße über Scheiße baut. Das ist ja, das hat nichts mit den Spielern zu tun. Es hat einfach damit zu tun, dass man immer wieder komische Entscheidungen macht, die zumindest diskutabel sind. Wenn man sagt, man macht vor der Saison einen Vertrag mit dem Trainer für die zweite und dritte Liga, entlässt ihn dann trotzdem. Wahrscheinlich haben wir noch eine Abfindung gezahlt und dann ist er gerade gewechselt, dann weiß man ja auch wieder nicht, wird ja nicht gesagt. Dann hat man Flüth entlassen, obwohl man im Soll war, man hat Antwerpen entlassen, obwohl man aufgestiegen ist, was vielleicht auch verständlich ist, aber natürlich auch, was du dir immer ankreiden musst, weil du dann, wenn du so eine Entscheidung triffst, die halt immer wieder ausgelegt werden können. Wir haben immer wieder Entscheidungen, wo man einfach danach nicht weiß, ob das wirklich die richtige Entscheidung war. Und da kann man es immer drüber aufhören, weil also es gibt so viele Sachen, die man hätte besser machen können oder wo man sich wundert, warum so entschieden wurde. Und
Also, Das ist es ist auch. da so viel Potenzial da. Ja, es ist auch wirklich dieser. Ich bin mittlerweile der Meinung, dass dieser Aufstieg letztes Jahr hat mehr verschlechtert als verbessert. Es hat einfach so viel Sand in die Augen gestreut, dass die Leute darauf immer noch was einbilden und nicht sehen, wie glücklich dieser Aufstieg zustande gekommen ist. Aber ich Wir kenne, sind nur aber aufgestiegen, ist es weil denn. wir einen übervollen Kader hatten. Das Ja, kann das doch aber wollte nicht ja damals sein, keiner dass wissen. die ganzen Fans wissen, fast alle Fans, so viele Fans wissen das, und dass das im Verein immer, das müssen die doch auch wissen. Also, Nein, wissen sie nicht. die Also, müssen doch eine Saisonanalyse machen. gewisserweise wissen sie aber dass zum Beispiel, dass die erwarteten Punkte damals wirklich niedrig waren und dass es nicht leistungsgerecht war, das konnte man teilweise sehen, aber so richtig glauben oder so wollte man das natürlich nicht mehr. Gut, man Ja, hat aber den Kaderplanungen das und wusste doch jeder, der Trainer keine Daten wechselt und so, benutzt. haben wir Wir haben das. jedes Spiel so Ja. von glücklich gewonnen. Wir haben auch zweimal aufs Tor geschossen. Kublanski hat irgendwann aus einem schrägen Winkel reingehauen und dann haben wir uns nur hinten reingestellt. Also Ja, das. mittlerweile bin ich ziemlich traurig darüber, dass er damals nicht gegangen ist, muss ich Ich sagen. auch, ich Ja. auch. Bitte. Also kann jederzeit. Würde ich keine Träne nachweinen. Jetzt komm, lass doch gleich mal weiter. Das ist schon wieder der nächste Worst Case, der vor der Tür steht. Das DFB-Pokalspiel am Sonntag gegen den HSV. Ich habe im Vorgespräch zu Kiewi schon gesagt, jetzt lass sie da einfach mal wieder so eine, wie bei Pedersen, so eine gute Leistung wie damals gegen Hertha. Du spielst richtig gut mit, verlierst knapp, fliegst raus, kein Problem. Aber es wird wieder noch mehr Sand in die Augen gestreut. Also, das war doch eine gute Leistung hier. Und es hält die Leute ab zu handeln. Es ist dann auch langsam zu spät. Also ich weiß nicht, ob Kiwi, du wirst wahrscheinlich hingehen. Ich gehe nicht hin. Ich werde mir keine Karte kaufen. Ich werde mir das Spiel auch am Sonntag nicht angucken. Das werde ich mir nicht antun. Es gibt wahrscheinlich sowieso eine hohe Klatsche. Und wenn, ich will es nicht sehen, weil dieses DFB-Pokalspiel hat null Wert. Null für irgendwas, was danach im Auswärtsspiel in Halle passiert. Außer, dass es wieder negativ gedeutet werden kann, wenn wir halbwegs mit dem HSV mithalten. Bitte, von mir aus können Sie da auch die nächste 4-0-Klatsche kriegen. Wir können aus dem DFB-Pokal sofort rausfliegen. Das bringt uns nichts. Wir fliegen sowieso spätestens der zweiten, dritten Runde raus. Das lenkt nur ab, fliegt da raus. Stell von mir aus irgendwie die Jungen auf am Samstag oder am Sonntag. Lass die einspielen und gut ist. Aber ich befürchte wirklich, dass sie da wieder ein halbwegs gutes Spiel machen und dann alle wieder sagen: Oh, das war doch gut. Das ist Ist doch alles in dann auch wieder Ordnung. irgendein Zeichen, dass irgendwas vom Kopf her nicht passt. Also ist man dann halt nicht richtig motiviert gewesen gegen Viktoria Berlin. Also werden wir dann danach drüber sprechen, was sich so alles geändert hat. Aber irgendwie, das war ja Aber öfter so schon. War ja auch mit verschiedenen Spielern so. wisst ihr noch damals, wir haben ja neulich darüber gesprochen, ne? Da die Flüthmann-Analyse damals mit Schubert zusammen, als sie den Verein übernommen haben, Die verschiedenen oder die Mannschaft Spielertypen. übernommen haben, Die genau, die verschiedenen Spielertypen. Spielertypen, ja, Ja. dass die nicht gepasst haben. Und das haben wir jetzt auch über Meier geredet. Und das war auch, weil ich wurde natürlich darauf angesprochen, ja, warum habe ich so eine gute Saisonprognose gemacht? Und du hast ja gesagt, der Kader soll gut sein. Ja, ich denke immer noch, dass die Spieler an sich auf dem Papier sozusagen nicht schlecht sind. Aber es ist halt die Frage, stimmt die Mischung? Ist die Breite, das gut, das wissen wir. Aber stimmt die Mischung? Und vor allen Dingen diese mentale Blockaden, die Spieler noch haben. Ich meine, wir haben drei Spieler aus Wolfsburg, aus Osnabrück geholt. Die sind jetzt auch nicht gerade mit einer Saison im Rücken, wo man sagen kann, die war super. Die haben bestimmt ihre eigenen Blockaden noch aus Osnabrück bestimmt noch abzusteigen. Und dann hat man eine Mannschaft oder Spieler in der Mannschaft, die vielleicht sogar bedroht wurden letzte Saison, die erstmal vom Publikum spielen, die haben richtig Schiss gehabt. Sind bestimmt noch nicht be ganz befreit von der ganzen Sache, was letzte Saison abgegangen ist. Du hast ja auch gesagt, man sollte das aufklären, das wurde nie aufgeklärt, was da wirklich im Hotel zum Beispiel passiert ist.
Oder warum Ja. den letzten Spieltag nicht im Kader standen, zum Beispiel Kobylanski und Proschwitz, die jetzt heute oder Im gestern Spieltag. auf dem Platz stand. Warum das wurde alles nicht aufgeklärt, die waren plötzlich nur wieder da, spielen vielleicht von Anfang an, als wäre nichts gewesen. Das sind alles so Fragezeichen, keiner beantwortet diese Fragen. Ja, und da frage ich mich auch, ja, was stimmt da nicht? Und ich denke einfach, das sind einfach so Sachen, die kommen da dazu. Und dann macht man auch den ganz, ganz groben Fehler von meiner, also wie ich es überlege, dann nimmt man die Mannschaft noch auf die Mitgliederversammlung, was ja so als Ventil für die Leute sein soll, sich endlich mal jetzt auszureden und so. Und dann nimmt man die Mannschaft dahin und die neue Mannschaft muss anhören, was in letzter Saison war. Also ich kann mir nichts Fürchterliches Und was vor allem auf allen Bereichen schiefgelaufen ist, ne? Das ja, war genau, ja nicht nur, das war ja nur negativ, weil es ja auch viel Scheiße gelaufen ist. Und ja, das genau, da hörst du alle Scheiße, was alles schief gelaufen letzten Jahren, musst du dir anhören und du hörst dann, wie die Leute, alle diese auf dich, auf dich sozusagen kanalisieren, ja, ihr müsst das jetzt gut machen und wir machen jetzt einen neuen Anfang und das ist also erstmal kommt der Druck auf und wie soll ich mich das als Spieler motivieren, wenn ich höre, ja, wenn ich nicht gut spiele, dann werde ich meine Familie vielleicht bedroht oder ich werde selber bedroht oder ich werde verfolgt oder so. Also das ist so grauenvoll. Und dass man das die Mannschaft nochmal antut und das extra nochmal anhören muss, die neue Mannschaft, dass die sogar die neuen Spieler davon beeinflusst werden, das ist für mich ein Rätsel, wie man so dämlich sein kann, dass man die Mannschaft einfach dann so auftreten lässt in der Mittelversammlung. Also, Also ich fand es persönlich überhaupt nicht gut. Das hast du letzte Woche auch schon gesagt. Ne? Also, das Resultat aber du davon musst haben wir doch, jetzt gesehen. du musst doch auch, also es gibt ja auch mittlerweile, ist man ja im Jahr 2021 und da muss man auch wissen, dass der Kopf und die Mentalität und die geistige Gesundheit eine der größten Rollen für den Erfolg spielen. Also, ja, es sieht ja so aus, als ob man da nicht so richtig dran gearbeitet hat. Erstens, Konzentration war nicht so da. Dann Unsicherheit. Das sollte eigentlich, also darf er nicht, sollte er nicht passieren. Dann ist es irgendwann zu Angst umgeschlagen. Und dann kam halt ein Spieler rein, der anscheinend keine Angst hatte. Also du musst ja auch nicht nur, du musst ja auch gucken, wie bereit die Spieler sind für so ein Spiel. Das heißt ja nicht nur Potenzial und Leistungsvermögen, sondern auch, wie bereit man für ein Spiel ist. Also, sonst würdest du ja immer den Spieler mit dem größten Potenzial spielen lassen, egal ob er jetzt noch viel zu schlecht ist, aber dann wird er ja auch immer besser. Aber du wirst ja auch nur besser, wenn du in dem Moment für die Situation gewappnet bist. Und das ist nicht nur die Aufgabe von dem Spieler, sich selber dafür zu wappnen, sondern du musst ja auch dem Spieler was mitgeben, dass er die Situation bestreiten kann. Und symptomatisch dafür fand ich ja schon, dass irgendwas nicht passt, dass die Spieler nicht wie sonst immer vor dem Spiel nochmal zu den Zuschauern gekommen sind, geklatscht haben, zu motivieren, sondern dass es wie in Kaiserslautern nach dem Aufwärmen direkt ohne irgendwie mit den Zuschauern in Kontakt zu kommen, in die Kabine gegangen sind. Das ist ja eigentlich untypisch gewesen. Früher war das immer so, dass man es vorher noch kurz geklatscht wurde zu den Fans und das nochmal angefeuert wurde. Jetzt hat man sich an der Mittellinie aufgewärmt, die letzten Aktionen, ist dann gleich in die Kabine gerannt. Ja. Ich finde das irgendwie nicht so schön. Ich hätte mir das gewünscht, dass es vorher, also, muss ja nichts ausgemacht haben oder sowas, ne? Das meine ich nicht, aber ich finde es halt irgendwie komisch. Wie Ich wundere mich, warum das geändert es wurde. reicht denn, wenn beim letzten Saisonspiel vor der Winterpause wieder ein Transparent hochgehalten wird? Vielen Dank, bla bla bla. Und das reicht denn auch wieder. Ja. Du musst auch als Fan einfach mal in die Vorleistung gehen. Da reicht es nicht aus, dass du letztes Jahr eine Soli-Dauerkarte gekauft hast, dieses Jahr schon wieder eine Dauerkarte gekauft hast, die du wieder an das nächste Abo gekauft hast, damit du das in der dritten Liga verfolgen kannst. Du musst einfach als Fan noch mehr in die Vorleistung gehen. Du kannst dich immer nur fordern. Du musst die ganze Scheiße einfach fressen, die da vorgesetzt wird, und musst dann trotzdem noch brav klatschen und das alles toll finden, was da passiert, um die zu unterstützen. Es kommt nichts zurück, gar nichts. Es kommt keine sportliche Leistung, es kommt nichts zurück. Sportlich nicht, Keine menschlich nicht, von der Dankbarkeit, Führung keine nicht, gar Dankbarkeit. nichts. Du bist einfach nur, wir hatten es in der letzten Folge auch, allein diese Preisgestaltung. Du bezahlst jetzt als Dauerkartenkunde wieder noch mehr. Du bezahlst jetzt, wenn du einfach zu jedes Spiel siehst, bezahlst du 30 Euro, glaube ich, mehr. Oder 20 oder 30 Euro bezahlst du jetzt Ja. mehr, weil die Tageskarten nicht angepasst sind.
sind ein bisschen angepasst. Also da muss ich mich revidieren, weil das ist ein bisschen Ein angepasst. bisschen, ja, aber nicht auf Dauerkartenniveau angepasst. Was übrigens jetzt auch nicht im DFB-Pokal, da hatten sie allerdings die Begründung, dass das mit dem mit dem HSV nicht abgesprochen, also nicht keine Vereinbarung getroffen wird, keine Ahnung, im DFB-Pokal werden die Einnahmen ja irgendwie geteilt und der HSV wollte wahrscheinlich, der arme, arme, kurz vor der Insolvenz stehende HSV. HSV kann nicht auf diese paar Ja. Kröten verzichten und es ist jetzt als Begründung vorgeschoben, warum die Karten in der Südkurve auch 12 € kosten. Mal gucken, Nee, was denn beim 14 nächsten Euro werden sie da kosten. noch 14 Euro Top-Aufschlag, ja, kosten. das kann natürlich sein. Nee, nee. 14 Euro. Die normalen Tagestickets haben, hätten 14 Euro gekostet in der Südkurve. Für die Rückrundendauerkarten haben sie 12 Euro gekostet, Ja, okay. weil man einen Ach so. Mittelpreis gemacht hat. Ein Warum auch Mittelpreis. immer Ja, keine Ahnung. ein Auf jeden Fall, Mittelpreis normalerweise hätte ich gezogen ja wird. 9 Euro pro Ticket bezahlt. Nee, 10 Euro ist der normale Preis. In Ja. der Rückrunde bezahle ich pro Spiel 10 Euro. Jetzt habe ich 12 Euro bezahlt. Ja, es sind nur 2 Euro. Aber es trifft am Ende wieder die, die sich das irgendwie absparen und die wirklich zu jedem Scheißspiel dahingehen. Die treuesten der Treuen. Ja, wenn die Südkurve dann ausverkauft ist, dann können sie nicht mehr hinkommen, weil man natürlich auch nicht den Gästestehblock aufmacht, weil der ist Gift. Und die Gästesitzplatz machen sie auch, weil damit kommt ja auch Geld rein. Aber Gästestehblock kann man nicht aufmachen. Verstehe ich wieder nicht. Da kann man doch auch Leute hinstellen. Man vergessen die Leute immer, vergessen die immer, dass die Leute sich das nicht leisten können. Das ist, wenn so eine Karte halt zwischen 12 Euro, 25 Euro kostet. Oder mehr. Das kann sich halt nicht jeder leisten. Vor allem jetzt gerade nicht. Es gibt immer noch viele, die in den letzten anderthalb Jahren wenig Geld verdient haben oder gar kein Geld verdient haben. Ja, was? Da ist doch so wenig Arbeit drin, da musst du zwei Ordner reinstellen, dann lässt du halt einen Discord zu. In der Nordkurve fast hätte den ganzen Block wegmachen können, hätte keiner weniger, wären genauso viele Leute da gewesen. Und dann mach doch den Stehplatz da auf. Da kannst du wenigstens die Leute, also die Südkurve war ja am ersten Tag gleich ausverkauft. Der Rest ist ja ewig nicht ausverkauft gewesen. Dann, das heißt nicht nur, dass Leute in die Südkurve wollen, sondern es ist vor allem halt immer so voll in den Kurven, weil es halt auch günstiger ist. Und wenn man dann halt den Stehblock in der Gästeblock aus irgendeinem Grund nicht aufmacht, mir fällt kein Grund ein. Mir fällt einfach kein Grund ein. Mir fällt wirklich kein Grund ein. Nein, es gibt Weil, keinen. denkt, alle Gründe würden ja auf den Sitzblock zutreffen da. Den haben sie ja aufgemacht. Aber den Stehblock nicht. Ich verstehe es nicht. Also, Das es hört sich gibt. jetzt natürlich auch schon wieder äußerst pessimistisch hier bei uns an, aber irgendwann, es staut sich halt alles auf und irgendwann muss auch alles raus. Und wir haben in der letzten Saison uns wieder und wieder und wieder aufregen müssen, weil irgendwelche Tiefpunkte, das erste Derby, das zweite Derby, was weiß ich, das Spiel gegen Würzburg, das Spiel gegen den HSV. Es gab ja einen Tiefschlag nach dem anderen, aber irgendwann ist auch einfach, ist Ganz Sense. ehrlich, ich möchte auch einfach mal irgendwann zum Training gehen können, weil geht ja sowieso nie, weil so wie Trainingszeiten so kurzfristig bekannt gegeben werden, kann ich das leider nicht. Aber ich würde gerne einfach zum Training gehen und dass die Spieler sich freuen, dass Fans da sind und nicht Angst haben müssen, dass wir irgendwie wieder schlecht gelaunt sind. Weil Spieler, die jetzt spielen, tun mir ja Ja. auch leid, die machen das ja nicht absichtlich. Also wir wollen euch kämpfen sehen, finde ich auch mal so ein bisschen, bin ich ein bisschen zwiegespalten, weil ich nicht finde, dass es in den beiden, also dass der Einsatz jetzt gemangelt hat in beiden Spielen. Das waren eher andere Probleme, die haben wir ja schon erläutert. Und ich möchte halt gerne, dass die Spieler sich auch freuen, wenn sie Fans sehen. Dass sie sich freuen, dass Fans am Training zum Beispiel sind. Oder dass sie sich freuen, wenn sie in der Stadt jemanden mit Einheitssachen sehen. Und nicht, dass sie Angst haben müssen, dass sie wieder angepault werden, weil sie wieder Scheiße gespielt haben. Das hat ja Ja. erstens damit zu tun, dass wir halt, na klar, bei Misserfolg ist das sowieso schwieriger. Aber es ist halt seit über einem Jahr gefühlt nichts gekommen, worüber man sich. Dass man sich als Aber Einheit fühlt. Diese Einheit ist ja komplett kaputt gegangen in der Zeit. jetzt mal als Spieler, wenn ich jetzt Spieler wäre und jetzt nicht mit Eintracht irgendwas zu tun hätte, ich weiß, das ist ein Traditionsverein. Gut, dann kann ich mir vielleicht vorstellen, ja, ich möchte bei einem Traditionsverein vielleicht mal spielen. Okay, dann überlege ich mir vielleicht, ich habe da ein Angebot aus Braunschweig, höre ich mir mal an. Ja, dann, ja, worauf soll ich achten? Okay, ich habe mit dem Trainer vielleicht ein gutes Gespräch. Gut, ja, mit dem Trainer, ja, ich weiß ja, der ist vielleicht wieder schneller weg, als man denkt. Das war ja in den letzten Jahren in Braunschweig ja öfter so, dass er schneller weg war, als man denkt. Ja. Okay, da hab ich vielleicht keine Sicherheit. Ja, dann weiß ich, ja, bin ich, weil ich als junger Spieler eingewechselt, ja, dann
da haben wir auch, wie sieht der Kader aus? Da haben wir ältere Spieler viel geholt. Ja. Kann ich vielleicht nicht als junger Spieler wieder, kann ich vielleicht nicht spielen oder bekomme ich keine Chance oder so. Okay, warum sollte ich dann zu Braunschweig wechseln? Dann habe ich noch, wenn ich, da höre ich von den anderen Spielern, ja, hier, die Stimmung ist schlecht oder in den letzten Jahren gewesen, die Fans sind sauer und so. Wenn wir schlecht spielen, dann werden wir angepöbelt oder bedroht oder so. Ja, warum soll ich dann, was motiviert mich für diesen Verein, mein Bestes zu geben? Und wenn das nicht ausreicht, da haben wir noch Peter Vollmann, der dann meint über Ex-Trainer oder so, hat sowieso nicht zu uns gepasst oder den können wir nicht mehr gebrauchen oder so. Also jetzt zum Beispiel Fall Nerich oder so. Das muss man sich auch als Spieler dann nochmal antun. Oder man wird halt als älterer Spieler dann halt nicht mehr, oder wird wieder schnell abgeschoben oder so. Man wird nicht mehr gebraucht. Also was ist die Motivation zu Eintracht bekommen Geld. Und sein Bestes zu geben? Ja, Geld. Das Einzige, was noch vielleicht halbwegs motiviert. Aber sie haben ja auch gesagt, viele Spieler haben ja gesagt, die werden von dem Projekt überzeugt, ne? Was mich interessieren würde, so als Fan und Mitglied des Vereins, was ist denn das Projekt überhaupt? Das Zweijahresprojekt. Uns wurde nur gesagt, dass er von 2 Jahren in die Bundesliga zweite Liga aufsteigen will. Aber wie denn? Was will man denn machen dafür? Wir haben jetzt, also, wir wissen ja gar nichts eigentlich. Wir wissen nur, welche Spieler geholt wurden. Will man jetzt, also, und das, man sagt ja nicht, was wir machen. Ja, wie wollen wir spielen? Also wenn wir zum Beispiel die Daten von Schiele nicht hätte oder sowas, wie er in den letzten Vereinen gespielt hat, wüssten wir überhaupt nicht, wie er spielen wird, was wir spielen wollen. Ja, hat er nicht kommuniziert. Gesehen haben. Ja, hinten stabil und keine Ahnung was, aber das funktioniert ja gar nichts. Ja. Und das wird ja auch nicht wollen. Spaß ja auch schon nicht. Wir haben jetzt 2 Spiele gespielt und von den Jugendlichen wurden bisher 0 Minuten. Die Mannschaft ist genauso alt wie am Ende der letzten Saison. Also ich mag Proschwitz, aber ja, was soll er noch da, ne? Und auch andere Spieler noch. Also sind für mich ein Rätsel. Eine gute Sache habe ich mal zu sagen. Ich fand, es wurde tatsächlich ein Spieler verabschiedet von Eintracht. Oh ja. Und das Witzige ist, er ist der einzige Spieler, der bisher überhaupt schon mal verabschiedet wurde. Wir haben 2 mal den gleichen Spieler verabschiedet. Ja, stimmt. Der letzte Spieler, der verabschiedet wurde, ist der Spieler, der jetzt auch verabschiedet wurde. Nee, oder? Ja, das ist Witze. Ja. Stimmt, ja. Letztes Mal wurde er verabschiedet, weil er dann wirklich... Zu Bremen 2 gegangen ist. Und seitdem wurde ja keiner mehr verabschiedet. Aus der 18er Abstiegsmannschaft ist ja keiner verabschiedet worden. Ja. Wieder verabschiedet. Ja, vielleicht mal auf eine Frage von Marcel zu sprechen zu kommen. Wie fandet ihr denn die Leistung von Ibermay? Das müsst ihr beurteilen. Ich habe zu der Zeit, als Ibermay kam, saß ich und habe nichts mehr vom Spiel geguckt. Keine Ahnung. Mir auch nicht im Real Life angeguckt. Keine Ahnung. Ich habe da echt nicht mehr mit den Augen geguckt. Wie lange hat er gespielt? 20 Minuten? Ich glaube, der kam zu 19 Minuten mit Behren zusammen. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt gefreut, dass wir beim Stand von 0 zu 4 defensiv wechseln. Ja. Um die Aufstellung des Gegners zu spiegeln. Ja, also... Ja. Tut mir leid, Marcel, keine Ahnung. Also in der Braunschweiger Zeitung wurde geschrieben, er hat gut gespielt. Das weiß ich nicht, ich habe von dem Spiel ab dem 0 zu 4 irgendwie nicht mehr so viel wahrgenommen. Obwohl ich aber, dass ich das Spiel auch geguckt, aber irgendwie habe ich trotzdem nichts mehr erinnert. Du bist den ja einfach, du guckst ihn ja nur leer aufs Spielfeld. Du nimmst den ja in dem Moment nicht mehr viel wahr. Die Bratwurst war lecker übrigens vorm Spiel. Das muss ich mal sagen. Apropos Bratwurst. Ich muss ja wirklich mal sagen, ich finde es echt merkwürdig, weil meine Mutter hat sich eine Currywurst geholt und ich habe eine Matheplatte genommen. Das ist eine Currywurst mit Pommes. Und wir hatten 2 verschiedene Würste. Meine Mutter hatte eine Bockwurst und ich hatte eine Bratwurst. Hä? Wieso? Verstehe das nicht. Also eine Currywurst ist andere Wurst als eine Currywurst mit Pommes. Ja, ist geil. Welche ist eigentlich die normale Currywurst? Welche ist denn die? Ist beides normale.
Also es ist unterschiedlich, je nachdem, wo du in Deutschland bist. In Niedersachsen gibt es Berlin keine und normale. Ruhrpott ist ja mehr so eine zerschnitzelte Bratwurst einfach. In Berlin ohne Darm, im Ruhrpott mit Darm halt. Und hier ist aber mehr so die typische VW-Currywurst, so eine Bockwurst Aber halt, Currybockwurst. Hier kannst du beides halt kriegen, wenn du im Restaurant bist. Normalerweise Bockwurst, aber nicht so, dass wir in, also wenn du in NRW wahrscheinlich eine Bockwurst Eine ja, Currywurst. ausgibst, dann freuen sie sich nicht so. Nee. Aber hier ist das, ja, kann beides halt passieren. Das ist auch so ein Internet-Explosionsding wie Pfannkuchen, Ja. Eierkuchen, Ja, in Niedersachsen Berliner haben wir sowieso immer alles und nicht. Wurzeln zumindest Brötchen, nicht. Schrippen, die ganzen. Ja. Ja. Ich fühle mich irgendwie ausgeschlossen, weil wir sowieso gar keinen Dialekt haben. Ja. Nee, also, das fand ich irgendwie merkwürdig. Was auch wieder toll war, in Block 6 war das Ding gar nicht offen. Musst du ja zurückgehen. Ja, was ich ein bisschen blöd fand, allerdings natürlich wahrscheinlich dem Hygienekonzept geschuldet ist, dass man nur also den Eingang nehmen konnte hinter der Tribüne. Also Haupttribüne musstest du durch den Haupteingang, zur Südkurve musstest du zwingend durch die Rheingoldstraße und gegen gerade Gunterstraße. Wir kommen aber eigentlich immer über die Gunterstraße rein, also mussten wir einen riesengroßen Bogen gehen und es war gerade Platzregen, als wir los sind. Also ich war komplett wirklich nass bis auf die Unterhose, als ich im Block war. Es kam noch zu meiner Laune dazu. Ist dem Ach so, man darf gar nicht auf den, also man muss so unterschiedliche Eingang fahren. Ja, es war auch zwischen, also die Wege zwischen Südkurve und Gegengrade waren auch gesperrt, was dann auch beim Ach so. Rausgehen das gleiche, Okay, du musstest okay. den Ausgang an der Südkurve nehmen. Klar, wegen Mischung und so weiter, dass sich hinter Ja. auf der Straße sowieso alles kreuz und quer gemischt hat. Aber das wahrscheinlich, es gibt ich nehme an, das ist es gibt Auflage nämlich eher nur eine vom Straßenbahn an der Gesundheitsamt. Stelle. Und auch wenn man einfach immer schreibt, man soll mit Individualverkehr anreisen, da ist lustig. Also, jeder, der zum Einkaufsstadion fährt, weiß ja, wie toll man in der Nähe Parkplätze kriegt. Ja, selbst also, bei 6.000 Zuschauern kriegt man genauso schlecht Parkplätze wie bei 21.000 ja. Zuschauern. Außerdem möchte man, kriegt ja auch gerne mal einer ein Bier. Und dann ist es natürlich auch vernünftig, ja nicht unbedingt Auto zu fahren, ja, je nachdem, wie viel Bier man trinkt. Das ja, geht natürlich nicht. Ne? Also glaube ich, die meisten wahrscheinlich wieder mit individual, also mit Straßenbahn kommen. Also ja, also nochmal, das ist jetzt liegt nicht an Eintrag, das ist wahrscheinlich vom Gesundheitsamt so vorgegeben. Ist ärgerlich, aber ist halt verständlich. Hat auch Was ich alles lustig fand. mit dem Eingang und so hat alles gut funktioniert, wo es in so einer ersten Welle wurde dein Impfpass getestet, Ergebnis und so weiter kontrolliert und dann bist du erst zum Eingang zugekommen und wurdest da hast denn da normal deine Karte abgescannt. Was ich wieder lustig und typisch Eintracht fand, war, wenn man bei Rheingoldstraße reingegangen ist, stand da ja ein Testmobil. Obwohl extra vorher stand, es gibt keinen Test vom Eintrachtstadion. War so ein, ja, so ein Rettungswagen, der Testmobil umgebaut wurde. Dachte ich mir das auch so, okay. Das hat ja wieder gut funktioniert. Ich meine, ich glaube, viele brauchten jetzt keinen Test mehr, weil ja viele jetzt schon geimpft sind, außer Leute, die AstraZeneca bekommen haben. Das dauert wahrscheinlich mit denen ein bisschen. Ja, das war irgendwie unglücklich. Aber das, ja, nur mal anbei. Habt ihr sonst noch irgendwas? Haben wir schon alle Fragen beantwortet? Ich hab, das war eine Menge Fragen. Ja. Aber ich glaube, die meisten. Ja, haben wir die schon beantwortet? Die meisten? Ich glaube, ja. Die meisten haben wir im Laufe unseres Rants hier schon. War nicht irgendeine Frage, warum Nikolaus gespielt? Nee, Quatsch. Warum wie waren das Behrend jetzt? Nicht in der. Warum Behrend kein Stammspieler ist? So, ja. Also, eins, was ich überlegen musste. Bei Nikolaus bin ich tatsächlich immer noch unentschlossen, weil irgendwie passt das mit ihnen nicht. Andererseits spielt er teilweise auch gut. Oder passt sich halt die schlechte Leistung von anderer Mannschaft an. Ja, aber was war was nicht aber, so gut. Nee, aber was also ich kann verstehen, dass er Linksfuß ist und dass man deswegen ihn quasi auch einen gewissen Vortritt lässt, weil man Linksfuß hat man halt nicht so oft im Kader, ne? Also kann ich verstehen, dass er dann auch spielt. Aber warum er dann unbedingt ja gut in der Abwehr, ja, weiß nicht. Also ich sag mal so, man kann auch einen langen Pass
als Rechtsfüßler spielen. Ne? Also diese Ja. langen Pässe, die gespielt werden, Und den 3 Meter Kurzpass auf den Linksverteidiger auch. dafür muss ich nicht, genau, dafür muss ich nicht einen linken Fuß haben und dafür muss ich nicht Nicolau aufstellen. Und Also Nikolaou der, als Pressing-Opfer. genau, also Das man merkt, meiner da Meinung kommt nach hat ja. er auch die besten Spieler nicht in der Innenverteidigung gemacht, die er bei uns gemacht hat. Nein, nein, definitiv nicht, nein. Also für mich Lustigerweise gehört fehlt uns ja im zentralen Mittelfeld ein Spieler, den wir da statt Jari Gottschalk spielen ja. lassen könnten. Das hätte ja, Also also. ich würde tatsächlich auf die Doppel-6 wechseln. Ich würde tatsächlich auf die Problem ist, Doppel-6 bei wechseln. Doppel-6, wer spielt dann, oder brauchst du ja wahrscheinlich, willst du wahrscheinlich die Außenspieler sehen. Im Aber das geht nicht. 4-2-3-1. Ja, du brauchst dann trotzdem einen Außenspieler. Haben wir leider ja nur Also ich zwei würde auf jeden Fall, Außenspieler ich würde bisher. Multaub auf die Kobi-Position stellen, solange wir keinen, vielleicht, oder links außen, solange wir keinen Neuzugang für die Position haben. Der hat mir links besser gefallen als Jari Otto. Ja, ist auch ein einzige, also so schnell, ne? Ja. Das fehlt uns ja immer noch. Ja, sonst, ja, ich würde sonst auch 4-2-3-1. Ziehst du Nicolau? Krause war jetzt auch nicht so schlecht. Henning rechts, dann Multaub in die Mitte. Der potenzielle Startelf-Neuzugang für links spielt dann links. Und dann kannst du dir vorne überlegen, ob du Ihorst oder Gürtin stellst. 4, 2, 3, genau, ein. Ja, weil er mit Schiller hat gesagt, er will mit Doppelspitze immer spielen, wenn er kann. Aber 4-4-2 zum Dann Beispiel, spielen wir da hat halt man mit einen Doppel. Kobylanski geht's auf A10 und einem Flügel nur. Hat die linke Außenbahn halt unbesetzt. Ist halt so, nur ein Flügel hat. Spielen wir halt 4-2-1-1-2 Ja. zwei oder so. Das ist Also ich würde halt. vier, Also, vier, nicht, also vier, wirklich, vier. es nervt mich, dass wir wirklich nicht auf mit nicht mit Flügelspielern spielen können. Ja. Also, oh, funktioniert Jussi, doch nicht. was würdest du machen? Also 4-4-2 würde ich halt aufstellen. Also ich würde halt den Flügelspieler. Also wir haben ja mit. Ich meine, Otto kann Flügelspieler links. Zur Not haben wir Schlüter noch. Ey. Also Kieski und Schlüter. Warum nicht, ne? Keine Ahnung was, aber es kann nicht so weitergehen wie jetzt. Also, aber vielleicht ist es auch nicht Systemfrage. Ich meine, es ist, vielleicht, keine Ahnung, aber es ist halt, war einfach zu einfach alles. Aber Kobylanski würde ich jetzt aktuell rausnehmen. Ja. Ich habe keinen Bock auf, und Proschwitz auch. Allein deswegen, nicht unbedingt, weil Proschwitz schlecht spielt, sondern deswegen, dass die anderen Spieler nicht ständig denken, ich muss einen langen Pass auf Proschwitz spielen. Weil das ist so ein Automatismus schon, was sie machen. Ja, ich wäre angelaufen, ich muss schnell einen Pass nach vorne spielen. Dann hat man diese Ausrede, ich weiß nicht. Ja, sehe ich genauso. Tja, ansonsten ist die Woche noch lang. Also der Montag ist schon wieder rum. Vielleicht kommt er bis zum. Ich weiß gar nicht, bis zum HSV-Spiel wahrscheinlich nicht. Vielleicht kommt er Sondern bis zum Halle-Spiel denn noch irgendein Neuzugang. Dann ist auch schon wieder Mitte August. bis zum Also 31.8. diese. haben wir ja Zeit, ne? Ja, und diese Woche sollte eigentlich was passieren. Also was jedenfalls, wenn man Vollmann Das glaubt, haben sie aber so letzte Woche schon. Ist in Ja. der Woche was. Zeitnah. Also wir werden sehen, zeitnah kommen Neuzugänge. Was doch richtig lustig wäre, wenn wir jetzt jemanden abgeben würden und keinen neuen holen in der Woche. Das wäre toll. Ja. Und haben. Michael Alter, da brauchen Schulz. wir wegen gar keinen mehr auf die Tribüne setzen. Michael Schulz zu Viktoria Köln. Ja. Nur halt ohne Ersatz zu holen. Einfach nur so. Innenverteidiger haben wir ja genug. Ja, das. Das wird nicht passieren, aber das ist halt wirklich ein Problem. Ich sehe da Das ist schwarz ja auch auf schon der wieder sowas. Position. Wir haben jetzt wieder das gleiche Problem wie letzte Saison. Wir sind auch eigentlich überall unterbesetzt auf den Positionen aus dem zentralen Mittelfeld, aber da haben wir auch nicht genug Spieler, weil die überall woanders spielen. Merkst du was? Das ist irgendwie genau wie letzte Saison. Spielt der eine da, und dann im Mittelfeld muss dann Jari Otto spielen, weil alle anderen Mittelfeldspieler irgendwo hinverteilt umverteilt wurden. Ja, was ich vorhin sagte, da kann, also Jari wollte Einsatzzeit, kann das denn, aber kann die Leistung nicht bringen, aber er Dann spielt kann halt auch er nicht, Rechtsverteidiger er spielen. spielt halt auch nicht da, wo er gelernt ist. Pack ihn doch dann in den Sturm. Oder lass ihn draußen Ist und. auch total bekloppt, dass wir wirklich gefühlt vor jeder Saison die Trainer sagen, ja, wir sehen Jari Otto eigentlich im Sturm, und dann spielt er wieder irgendwo anders. Ja, das war meine Lösung, wenn man mal
zum Beispiel ja, E-Horst und Otter aufstellen oder so. Well, Ne? good. Vorne. Ja. Bitte. Ja, oder Otter auf die 10 oder so. Ja. Ja, hat auch gute Spiele gemacht schon. Bessere, also wir haben jetzt da wirklich schon oft im zentralen Mittelfeld gesehen, ne? Der schon da öfter Da, mal er gespielt. gehört da nicht hin. Er gehört Nee. absolut nicht hin. Erstens ist er halt, er geht ja gerne in Zweikämpfe rein, aber er kann das ja nicht so gut. Ist halt etwas schwungvoll und übermotiviert, hin und wieder mal. Ja. Das, Ja, also. vorne als Stürmer ist es halt weniger gefährlich als im Mittelfeld, ne? Ja. Wenn du vorne irgendwo jemanden anläufst, den ein bisschen, ja, vielleicht kriegst du eine gelbe Karte, aber ja, ist nicht so problematisch als jetzt im Mittelfeld oder kurz vor der Abwehr, ne? Also das ist. Ich weiß nicht so richtig, was ich erwarten soll bei dem Spiel. Ich möchte auch nicht tippen. Ich auch Hätte nicht. mich auch. Scheiß Kicktipp, ey, Ich das habe bei nervt mich Kicktipp schon. echt, ich habe auch 2-0 getippt. Das war schon ein Fehler. Also für Eintracht. Ja, Ein Kicktipp einziger war war so ganz lange schlau schon. auf Berlin zu tippen. War der große Gewinner, Den jedenfalls bei dem Spiel. Call jetzt mal out. Ja? Wer war denn das? Guck mal. Ich hab's nämlich auch noch. Peter MG. Peter MG hat gegen Eintracht getippt. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Wir haben sich erwischt. Fand's ja lustig, dass Dennis am ersten Spieltag 25 Punkte gemacht hat und am zweiten Spieltag 4. Immer noch doppelt so viel wie ich nach zwei Ja. Spieltagen. Also schöne Grüße an Dennis. Gerne Ja, weiter so schöne Grüße. abwechselnd. Auf jeden Fall. So. Ja. Ja, es hilft doch erstaunlicherweise immer relativ gut, sich hier ein bisschen Luft zu machen. Auch wenn es eigentlich nicht so sein sollte. Also, ich hätte gern irgendwann auch mal wieder den Spaß am Fußball zurück. Fußball geht mir Ja. zurzeit tierisch auf die Eier. In allen Belangen. Vom großen Weil Fußball ehrlich, ich sowieso. glaube, hätten wir nur einen Ausgleich gemacht und wir hätten 4-1 verloren, ne, dann wäre ich viel besser gelaunt gewesen. Weil dann hätte ich wenigstens mich mehr freuen können. Man konnte sich ja wirklich beide Spiele gar nicht freuen. Ja. Man konnte sich 2 Spiele lang gar nicht freuen. Ich habe mich so auf beide Spiele gefreut. Und dann nicht mal ein Abseits-Tor, wo ich mich kurz freuen konnte oder sowas. Ne? Wir haben ja nicht mal. Also wir hatten ja keine Chance, wo ich dachte, der Ball geht gleich ins Tor. Nee. Bei der einen Chance von Jan Otto, die recht knapp war, da stand ich genauso, dass ich sehen konnte, dass der Ball nicht ins Tor geht. Und sonst war ja nichts so richtig. Also, ich möchte wenigstens so ein bisschen das Adrenalin spüren, weil das kriege ich vom Fernsehen nicht so. Ja, ich leide im Stadion, lebe das irgendwie anders. Erlebe ich das zumindest irgendwie anders. Und wenn da so nichts passiert, warte die ganze Zeit, dass du richtig loslegen kannst. Gleich losgeht, gleich losgeht, gleich losgeht. Und dann vielleicht, oh, dann wartest du die ganze Zeit darauf, dass du ein Tor fällt oder sowas. Und dann bist du immer nur in der Gegentore, das ist irgendwie doof. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, wie ich mich gestern gefühlt habe. Ja. Ja, es Das war ist irgendwie auch schon wieder. trotz Es war allem. eigentlich genau das gleiche wie die ganze Zeit vorher schon, trotzdem war es irgendwie Kacke. Ja, es ist auch trotz allem, ist es ein besseres Stadionerlebnis als sonst, weil du wirklich, jetzt hast du Verpflegung, du stehst im Block, es sind mehr Leute, auch viele Leute, die sonst auch um einen rum sind, die man jetzt wahrscheinlich, die meisten, mit denen hat man ja sonst nichts zu tun, aber man hat sie jetzt auch anderthalb Ja, Jahre nicht frohes Neues, gesehen, frohe Weihnachten und ne? zweimal Geburtstag, alles Gute zum Geburtstag gewünscht. Genau so, aber trotzdem ist es natürlich immer noch nicht das Stadionerlebnis, weil halt keine organisierten Fans da sind. Die Stimmung ist halt einfach, ja, die ist nicht viel anders im. Also, was so die Gesänge und die Anforderungen angeht, ist es im Prinzip nur ein bisschen lauter als letztes Jahr bei diesen 3000 Leuten, die da waren. Nur was jetzt natürlich, wenn irgendwie Fehlentscheidungen, Foul vom Gegner oder sowas, dann ist natürlich mehr Gepöbel da und mehr Lautstärke. Das hörst du denn schon. Bei dem Tor würdest du das am Fernseher wahrscheinlich auch deutlicher hören, wenn ein Tor fällt, weil mehr Leute ausrasten. Aber so der Support, der ist genauso auf dem gleichen Level Halt wie letztes spontan, ne? Jahr. Ja, so spontan fängt hier einer an So. da. Also das fehlt mir doch noch ganz stark. Und jeder, der irgendwie sagt, dass das ihm im Fußball nicht fehlt, der hat ein anderes Das Verständnis von Fankultur als ich vom Fußball. ist übrigens, was ich nochmal ansprechen wollte. Also
ich glaube, da müssen, also der Weg zur Normalität in dem Sinne, also dieses, was vor Corona stattgefunden hat, ich glaube, das, also das wird ein ganz, ganz langer Weg. Und man muss halt auch nicht wundern, wenn in den nächsten Jahren, wenn es normaler wird, dass da erstmal weniger Zuschauer in den Stadion gehen. Einfach deswegen, weil mal dieser Rhythmus quasi unterbrochen wurde. Also die Leute müssen erstmal wieder, ja, erstmal ein bisschen mehr Spaß haben und überhaupt diese wieder sich trauen, sozial zu sein. Und das wird eine Weile dauern, bis das wieder so Fahrt aufnimmt. Ich denke nicht, dass es das so geht, ja, ab morgen gibt es kein Corona mehr, dann sind die Zuschauer wieder da. Ich glaube, das geht nicht so einfach und ich glaube, das denkt auch keiner, aber nicht, aber das ist auch erstmal Zuschauer, ja, da kann man sich drauf freuen, dass dann erstmal Stadion Zuschauer sind, aber bis dann richtig Support wieder gemacht wird und so, das kann noch eine Weile dauern. Und bis dann Ja. wieder 15.000 Leute in den Stadien sind, das kann auch noch eine Weile dauern. Ich denke auch, solange es personalisierte Tickets gibt und so viel Aufwand da Das betrieben werden wollte ich auch muss, gerade sagen, ja. dass keine Szene als Gruppe dabei sein wird. Ja, Also das im glaube besten ich auch. Fall. Das ist meine große Befürchtung, dass sie das irgendwie jetzt wieder hinten rum durchdrücken, dass auch nach Corona personalisierte Tickets irgendwie beibehalten werden. Meine, vorher, wenn du eine Dauerkarte hattest, hattest du ja halbwegs personalisierte Tickets, konntest du dir aber groß hier, was weiß ich, verteilen, gibst du halt deinem Vater, wenn der hin will oder so. Und jetzt, ich wurde auch am Eingang mit dem Perso kontrolliert. Ja. Ich Corona-Test, komischerweise Perso. nicht, also irgendwie alle, für die einzige gewesen. Ich habe keinen getroffen, der auch nicht verteilen musste. Also ich Also hoffe, scheint mich zu wurschteln einfach. ich hoffe da wirklich, dass das nicht bleibt, weil das macht natürlich, ja, das war, ich meine, meiner gehört das nicht dazu, nicht eigentlich nicht dazu. Ich meine, das Hast ist ja auch keinen natürlich, Vorteil davon als Fan. ja, nein, Das ist ja nur nein. Kontrolle, ne? Also die Ich Kontrolle meine, ist jetzt gerade jemand hatte sinnvoll, die, auch aber nicht. wenn es eine personalisierte Dauerkarte ist, ich meine, jemand hat für diese Dauerkarte bezahlt, ne? Es sollte doch eigentlich dem Verein egal sein, wer es nur ist, wer diese Dauerkarte bezahlt hat. Weil der Endeffekt ist dann eigentlich so, wenn ich meine Dauerkarte zum Beispiel, ich habe auch eine Dauerkarte, ich lebe in Finnland, ich benutze meine Dauerkarte vielleicht einmal im Jahr, und wenn ich sie nicht mehr weitergeben kann, meine Dauerkarte, wie es der letzte Fall ist aktuell, dann, ja, dann wieso soll ich mir dann noch eine Dauerkarte kaufen? Naja, Weil, das funktioniert ja jetzt ja. schon. Du kannst ja jetzt über diesen. Früher konnte man das über diesen Markt da verkaufen. Dann Über könnte ich auch anderen Ticket, ja, Personen ich jetzt weiß, anmachen. ja, das geht, ja. Ja, ich weiß, ja. Dann ist Aber, persönlich weniger von dir weg. Aber ja, aber, ich sehe das ja. auch nicht so gerne. Ne? Ich finde das. Nee, das muss nicht sein. Also, es muss jetzt nicht alles. Also klar, momentan ergibt das Sinn, ne, dass man weiß, wer wo ist. Wenn man Infektionsketten nachvollziehen kann. Aber sonst. Gibt es da keinen gesellschaftlichen Vorteil durch? Also, das ist Ja, schon irgendwie. wir müssen noch Fragen, die wir nicht beantwortet haben. Aber eine zum Beispiel von Thomas. Hat Chile unterschätzt, was ihn hier erwartet? Puh. Normalerweise kann ihn das nicht unterschätzen. So wie er bei PK aufgetreten ist bei der Vorstellung, dass er weiß, dass wie die Fans hier drauf sind und der berühmte Spruch, wir müssen die Fans anzünden und so weiter. Ich glaube, der weiß ganz genau, was ihn hier erwartet. Der hat ja auch verfolgt, was das letzte Jahr hier passiert ist. Also ich denke, er hat das, also meiner Meinung nach hat er das ein bisschen unterschätzt. Vielleicht, oder was hat unterschätzt, aber ich denke, die Verantwortlichen sind dann doch überrascht, wie tief dieser Unmut dann steckt. Ich glaube, die so haben sie es dann doch nicht erwartet. So Da schnell. bin ich mal, ja. Was ich mir manchmal wünschen würde, machen andere Vereine auch nicht, aber allgemein würde mir das interessieren, dass man Stimmen zum Spiel nicht nur direkt nach dem Spiel einfängt, sondern auch mal am nächsten Tag noch was dazu sagt. Das finde ich jetzt nett. Weil nach dem Spiel ist es ja überhaupt nichts wert. Also, die reflektieren das ja auch nochmal, sind auch emotional nach dem Spiel oder haben Adrenalin drin. Das kannst du ja immer nur so, das finde ich auch nicht schlimm, wenn sie dann nur so Halbjahre-Sachen sagen. Ne? Also, ist ja bei uns auch so, dass wir nach dem Spiel anders über das Spiel reden würden, als wenn wir es jetzt einen Tag später aufnehmen.
Ja, das hat sehr viel geholfen. Ja, macht kaum ein Verein, ne? Würde mich aber, fände ich aber für mich interessanter als Stimmen direkt nach dem Spiel. Ich kann die Fragen kurz durchgehen. Viel haben wir wirklich schon besprochen. Warum Behrendt nicht in der Anfangsformation steht, wissen wir auch nicht. Warum hat Nick Proschwitz unter jedem Trainer eine Stammplatzgarantie? Kein Plan. Das ist eine gute Frage. Vollmann raus vom Julian? Ja, das haben wir schon euch genug beantwortet. Gerolf fragt, was denkt ihr, wann schießen wir das erste Tor der Saison? Wenn ich das wüsste, dann würde ich viel Geld draufsetzen. Auf jeden Fall. Also ich tippe jetzt gegen HSV, schießen wir das Tor, aber wir verlieren trotzdem. Der wieder so ein 1-2. Ein knappes 1-2. Ja, das so da. Ja. Hast du doch getippt. Was haben wir hier noch? Habe ich doch getippt, ja. Wie ordnet ihr die PK ein? Ja. Ich habe sie nicht geguckt. Ich habe gesagt, die 5 Minuten, 2,5 Minuten hat Trainer von Viktoria Berlin geredet, dann hat Michael Schiele kurz was gesagt. Ja. Und also, ja, halt was Quatsch, du gerade meinst, Kevin, ja. Spiel, ne? Es hat keinen Zweck und es wurden auch wieder nicht die richtigen Fragen gestellt. Also, genau. Also, ich habe mich eigentlich weniger über die Antworten aufgeregt, als es über die Fragen. Also, für mich war das wieder zu wenig, was du ja auch schon gesagt hast, ja. Tobi. Ja, das mit Mai hatten wir. Können wir nicht beantworten. Was haben wir denn hier noch? Das ist echt eine ganze Menge dieses Mal. Gesprächsbedarf. Und wir haben kein Lagerfeuer genommen, weil wir haben genug Holz verbrannt. Schon die Umwelt. Wir haben kein Lagerfeuer, das ist schon Waldbrand, was wir haben. Ja. Das gleiche, was qualifiziert einen Bratmann zum Präsidenten von Eintracht Braunschweig? Warum hat man den Vertrag von PV unnötig vorzeitig verlängert? Warum hat man PV zum Geschäftsführer befördert? Haben wir bei VW verspielt? Anscheinend nicht. Und ja, ich glaube, damit haben wir alle Fragen beantwortet. Es kommt übrigens kein neuer Spieler wegen der Mitgliederversammlung. So, das kommt bald als Argument. Wir hätten ja schon, aber Fans waren zu teuer oder sowas. Gut, dass es keine Strafen gibt. Übrigens diese Ausrede mit dem Markt oder so, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann das nicht mehr hören, dass der Vollmann da labert. Ja, oder Chile sagt, ja, wir haben diesen Spieler, waren kurz davor, aber da kam ein großer Club dazwischen und hat uns den Spieler weggeschmissen. Ja, auf welchem Markt sind die denn unterwegs? Also das ist so armselig. Das ist so armselig. Ich gehe zum Bäcker, und will mir Brötchen kaufen, aber da kommt ein Kunde, ein größerer Kunde vor mir, drängelt sich vor und kauft meine Brötchen weg. Ja, fuck, dann bestell deine Brötchen im Internet. Oder so. Was soll das? Ja? Was soll das? Da gehst du halt nicht mit diesem Bäcker. Ja, sehr gut. Brötchen im Internet. Ah, sehr gut, ja, das ist ein guter Vergleich. Aber ja, das ist wirklich so, ich kann es auch nicht mehr hören. Die sind alle Mannschaften sind auf dem gleichen Markt tätig. Nicht nur Eintracht Braunschweig. Die haben nicht alle 21 Spieler. Ja, eben. Also nicht, Eintracht ist nicht der einzige Verein, der nur mit den Zweitligisten und Bundesligisten konkurriert. Alle anderen in der dritten. Ob das 60 ist, ob das Lautern ist, sie sind alle auf dem gleichen Markt tätig. Und wenn der Markt zufällig sich überschneidet mit den aus dem zweiten, dritten, dann ist es vielleicht zu offensichtlich. Dann muss man vielleicht kleinere Märkte erforschen. Wie man das macht, haben wir schon irgendwie oft genug. Auch nur 18 Spieler eine Zeit lang. Und die haben es auch schon wieder geholt im Kadergröße. Laut, wenn man es auf transfermarkt.de schaut, dann gibt es 2-3 Vereine, die in der Nähe vom Kadergröße von uns sind. Das ist der TSV Havelse, der FSV Zwickau und der Hannover FC. Ich weiß natürlich nicht, ob das. Also, hier steht ja noch Benny Kistel bei uns drin, also haben wir eigentlich einen Spieler weniger. Aber, ja, sieht man ja mal. TSV Havelse und ist natürlich nicht das Niveau, das wir haben wollen. Wir sind momentan auf dem Niveau von denen. Wir sind 2 Plätze über denen. Ja, wenn die unentschieden spielen, sind sie dran vorbei. Ja. Duisburg auch, die spielen nächste Woche Sonntag gegeneinander. Dann sind wir wieder mit Würzburg am Tabellenkeller. Also, manchmal denke ich auch, wir warten echt noch auf unseren Trabant oder so. Was ist noch das irgendwo in 20 Jahren geliefert wird oder so. Also. Ja, es ist am Ende, es ist wieder der Galgenhumor, der uns irgendwie weitermachen lässt. Ja, es gibt aber auch nichts, was Mut macht.
Es ist ja so, es gibt nichts. Es gibt gar nichts. Es ist einfach nur das Hoffen, dass sich was ändert. Sonst nichts. Ich Aber aber kein echter Anhaltspunkt. eigentlich muss man hoffen, muss man, also die einzige Hoffnung hat man eigentlich noch, dass es noch schlimmer wird. Dass es so einfach so schlimm wird, dass man, dass die einfach irgendwann mal handeln müssen. So, das ist fast die einzige Hoffnung, die man hat noch aktuell. Dass es einfach so schlimm wird, Aber es gibt ja dass nichts anderes irgendwann als mal. Hoffnung. Es gibt ja wirklich keinen Punkt, wo man sagen kann, das war schon mal gut, das müssen wir nur ein bisschen verbessern. Also, es war ja wirklich in beiden Spielen gar nichts gut. Das erste Spiel, ja, okay, wir haben nicht ganz so viele Fehler gemacht wie gegen Viktoria Köln in der Defensive. Und wir haben sogar mal das Aluminium getroffen. Ne, aber dann hört es ja auch schon wieder auf. Wir haben viele Chancen zugelassen in beiden Spielen. Und Viktoria Köln hat die halt immer besser genutzt als der erste FC Kaiserslautern. Ja. Ja, Also ich die weiß nicht, wir Hoffnung können auch nicht mehr ist sagen. natürlich, dass wir noch 36 Spiele vor uns haben. Dass es vielleicht da unten wirklich Ja. wieder genug Vereine gibt, die noch schlechter sind und am Ende, dass vielleicht doch noch wieder ein, zwei Vereine insolvent gehen, irgendwie, wenn wir nicht selber dazugehören, wer weiß, die uns denn den Arsch retten. Aber irgendwie, also das macht auch diese ganzen Trainertipps, macht das noch unglaubwürdig. Das habe ich auch letzte Woche schon gesagt, dass es auch wieder nur ist, um den schwarzen Peter der Eintracht zuzuschieben. Ihr seid hier die Aufstiegsfavoriten. Entweder das ist wirklich so ein Bastard-Move von denen, um irgendwie den schwarzen Peter zuzuschieben, oder die sind alle unfähig und haben überhaupt keine Ahnung. Also das ist die Hoffnung. Wir haben noch lange Zeit, aber es muss dann auch bald gehandelt werden. Wenn wir jetzt erst wieder abwarten, bis die Transferphase zu Ende ist, wie gesagt, dann sind 6 Spiele vorbei. Dann hast du nur noch 32. Und dann musst du bis zum Winter mit dem Kader auskommen. Es müssen jetzt wirklich vernünftige Spieler an Land Dann geholt werden und so holen wir früh wie wieder möglich. irgendwelche freien Spieler, die vereinslos sind. Ja, das ist. Dann raste ich komplett aus, wenn am 31.8. wieder irgend so ein Königstransfer verkündet wird, so ein Ono Bulut oder was. Der denn nichts bringt, aber hier, auf den haben wir gewartet. Da mussten wir hier, oder keine Ahnung, wer davor noch kam. War das Wir sind Jedrim? Nee, froh, da habe dass ich mit. wir Nee, ihn ich glaube nicht. über unser Projekt überzeugen konnten. Ja, Alphonse Amade kommt. Alphonse Amade und Kevin Godden werden ausgeliehen. Genau An den sowas. Boden geht hin. Genau sowas. Die Wie, waren noch, wenn, ja. wenn der Transfermarkt zumacht und das dann noch als großen Erfolg verkaufen. Wir müssen mit dieser Mannschaft denn bis zum Winter. Es ist jetzt eine richtige Hinrunde. Nicht wie letztes Jahr hier von September bis, keine Ahnung, 10 Spiele oder wie viel das waren, bis die 20 Spiele. Transfermarkt wieder aufgemacht hat. Wir haben jetzt eine komplette Hinrunde zu absolvieren. Bis wir wieder nachlegen können. Das, bei der Kadergröße, die wir im Moment haben, müssen da jetzt auch wirklich Spieler her, die sofort helfen. Und dann besteht immer noch die Gefahr, dass sich 2, 3 Leute verletzen, gesperrt, wie auch immer. Und dann sind wir wieder bei so einem Verstehe auch mickrigen nicht so Kader. ganz, Also, nee. wie die Kaderstruktur funktionieren soll, ehrlich gesagt. Weil wir haben ja nicht so viele Spieler, die ganz klar als Drittligaspieler Ergänzungsspieler sind. Ne? Ich meine, so ein Luis Görlich würde bei einigen auch Stamm spielen und ist ja vom Verdienst wahrscheinlich auch ja kein Ersatzspieler. Und dann haben wir neben Kleberg, Stumpe und Bückelsum keinen Spieler, der klar Bankspieler ist. Und dann, wir können ja auch keine Bankspieler mehr holen. Also dann haben wir ja wieder nur Spieler, die eigentlich Startelf-Spieler sind, aber das sind ja wieder so viele Spieler wie die Startelf. Dann ist ja schon wieder vorprogrammiert, dass sich welche Spieler nicht gut fühlen. Verstehe das nicht so ganz. Ich auch nicht. Also, das kann ja gerne mal einer probieren, mir zu erzählen, welche 9 Spieler mindestens. Jetzt, oder 10 Spieler müsste sein, welche 10 Spieler jetzt dauerhaft nicht zur Startelf gehören. Meinetwegen 5 Spieler, 6. Ist ja klar, manche Rotationen kommen heute dazu, aber es kann ja nicht sein. Also, wenn wir jetzt 2 Spieler bei uns ausfallen, oder ein Spieler reicht ja schon, wenn ein Spieler ausfällt, dann haben wir gar keinen Spieler mehr, den wir dafür auf die Bank setzen können. Dann reisen wir mit 3 Torhütern an. Oder holen irgendwas aus der A-Jugend, die ja Hey, sorry, aber regional. wenn der Torwart natürlich so gut trainiert, der muss ja auch auf die Bank. Ja, gut, ich meine, Torhüter hat ja auch schon Kubilanski von der Bank verdrängt. Kann natürlich auch wieder passieren.
Ja, ist doch, kann doch nicht, also, es kann ja nicht sein, dass du im zweiten, also. Kiwi, nochmal zurück zu dem, was Susi vorhin gesagt hat, mit der Kaderanalyse von Flütmann. Du musst ja eine gewisse Anzahl von Anführern, Künstlern und Arbeitern so, ne, haben. Wer sind denn hier wirklich die Anführer? Also außer Yasi, der aber im Tor steht, wo das Ganze dann immer so ein bisschen verpufft. Wer ist denn von der Mannschaft, von den Zehner vor? Wer ist denn wirklich ein klarer Führungsspieler, der in so einem Fall wie Ja, jetzt das Behrendt. Maul aufmacht und die Mannschaft mitreißt? Kobi? Behrendt auf der Bank. Nein. Behrendt Proschwitz? auf der Bank. Nein. Die ganze Verteidigung, die gespielt hat, das sind, also wer so als Schulz hat nicht das Selbstvertrauen. Kiwi war 1,5 Jahre verletzt. Wiebe ist auch ein ruhiger Typ. Nicolao, ja, vielleicht. Die anderen, Krause, Henning, die sind neu, die werden auch nicht sofort da den Ton angeben. Wer ist da der Aber Kraus ist Führungsspieler? ja Vizekapitän. Ja, dem würde ich das vielleicht auch noch zutrauen von seiner Vita her. Aber der ist natürlich trotzdem immer noch neu. Also, Ja. ne? Du haust ihn ja nicht gleich auf den Tisch. Tja. Das ist schwierig. Ja. Oh, ja. Dieser Verein macht mich einfach wahnsinnig. Es wäre schön, wenn man so positive und negative Punkte rauspicken könnte nach dem nächsten Spiel. Ja. Ne? Also Und dann macht das könnte, mal bitte okay, darauf jedes können Mal. wir aufbauen, das hat gut funktioniert. Das möchte ich gerne haben nächstes Mal. Also Das wurde weiter. Ich meine, das ist das, ergibt es mir egal. was wir Woche für Woche auch in den PKs hören. Ja, wir haben die Fehler gesehen, die werden analysiert und verbessert. Nee, ja, die werden gesehen, die werden vielleicht auch analysiert, aber es wird nichts verbessert einfach. Also, das ist ja Aber nicht jetzt jetzt, soll ich schon das viel ist jetzt, lernen. klar, Michael Schieler hat das ein oder zweimal hinter sich, aber das haben wir ja das ganze letzte Jahr gehört. Immer die gleichen Erklärungen zu allen Fehlern. Ja, so wie richtig Kafka-mäßig irgendwie. So. Wechseln die Leute wechseln, aber irgendwie die Geschichte bleibt die gleiche, das gleiche irgendwie. Ja. Ich hoffe, wir gehen nach dem HSV-Spiel können wir wenigstens irgendwas Positives sagen. Also, Ergebnis ist jetzt für mich zweitrangig. HSV und positiv. Oh Mann, das ist so. Ja, ich habe Ja, schlechte ich Erinnerungen an weiß. die letzten beiden HSV-Spiele irgendwie. Ich weiß auch nicht Ja, warum. aber Irgendwie haben sie nicht so viel Spaß gemacht. wird das bei Sky gezeigt oder wo wird das Ja. Sky hat die bei Sky? DFB-Pokalrechte, Ah, ja. okay. Ja. Ich habe schon vergessen, wer gezeigt wird. Das wird wahrscheinlich wieder Bayern und Dortmund gezeigt. In Ja, wenige also Bayern auf Minuten. jeden Fall. Grandioses Spiel gegen Bremer SV. Natürlich wird das gezeigt. Obwohl Dortmund spielt Samstag gegen Wien Wiesbaden. In Wiesbaden. Ja, die haben heute gegen Pfeil verloren. Wiesbaden. Ey, Quatsch, Würzburg Wiesbaden, hat sag ich schon. verloren. Würzburg Das verloren, hat ja. uns nochmal Ja, danke. Das hat uns Wiesbaden und jetzt Freiburg haben beide zweimal 0-0 gespielt. Auch sowieso witzig. viele Unentschieden diesen Spieltag, ne? 5 Unentschieden alleine. Von denen, Ja. ich glaube, es waren ja nur Man neun hatte gestern Spiele. nämlich geguckt, wie viele Mannschaften noch kein Tor geschossen haben, ne? Aber man gar nicht mehr als ich gedacht hätte. Havelse hat noch keins. Ich habe gerade die Tabelle zugemacht. Na, Lautern Würzburg gegen hat noch Gladbach wird keins. gezeigt. Okay. Als zweites Spiel. Ja, das ist ein Spiel, was man mal zeigen kann. Ja. Aber Abstiegsplatz, ne? Haben wir. Das sind wir ja gewohnt. Ja, also unsere Wünsche, die wir so ein bisschen geäußert hatten, damit eine easy Saison, angenehm, entspannte Saison wird wohl nix. Yep. Also heißt jetzt, wir können immer noch, vielleicht steigen wir auch noch auf oder ab oder. Also eins von beiden wird es wohl doch werden, so wie es aussieht. Und es ist genauso, was ich anfangs befürchtet und was ich auch letzte Woche gesagt habe. Wenn du jetzt verlierst, dann hast du sofort schlechte Stimmung. Und es hat keine Halbzeit gedauert beim ersten Heimspiel und die Stimmung ist kacke. Was passiert jetzt wirklich, das HSV-Spiel kannst du rausrechnen, was, wenn wir in Halle auch verlieren? Auch 2-0 oder so und ohne Chance. Was passiert dann? Ja, die sind Zweiter, ne? Dann ist Panik wieder, ne? Dann ist richtig Es ist Panik. ja auch so, die Fans haben auch Angst um ihren Verein, ne? Es ist ja nicht nur, dass man sauer ist, sondern auch Angst, wie es weitergeht. Keiner hat Lust, in der Die Regionalliga haben zu schon spielen. 5 Tore geschossen. Halle.
Da siehst du, wir haben mehr Gegentore reinbekommen. Ha! Weniger Gegentore reinbekommen. Ha! Ah, die haben auch drei Gegentore bekommen, also fast so viele wie wir. Ja. Ja, das ist. macht Hoffnung. Ja. Dass wir dann 3-1 verlieren. So. Ja. Ich glaube, das soll es heute auch gewesen sein. Immerhin sind wir doch vor dem MSV Duisburg. Weil die noch nicht ein Spiel gemacht haben. Die brauchen nur einen Unentschieden. Toll, Kevin. Dann vorbei. Danke. Ja. Ich muss die positiven Sachen aufbauen. Und vom, ja. Also, wenn es so läuft, wie man vermutet, dann sind wir nachher wieder in Würzburg, das vereint. Ja. Ja. Steigen mit Harvest. Also, tut uns leid, wenn wir euch jetzt nicht so aufmuntern konnten, irgendwie. Aber es ist nicht so viel zum Aufmuntern da. Das hätte man eigentlich vorher sagen müssen, vor der Sendung. Ja, war zu spät. Jetzt hat er schon gehört die ganze Zeit, das ist auch zu spät. Ja. Ja. Aber ich glaube, jeder, der das Spiel gesehen hat, wusste, dass wir nicht so viel aufmuntern können. Ja. Ja. Was bleibt, ist kauft euer, kauft euer Brötchen im Internet. Ja, ganz genau. Das ist ein Ratschlag, den wir euch hier mitgeben können. Hört euch Jussi. Ja, ich würde sagen, wir hören uns denn wahrscheinlich nächste Woche wieder. Ja. Genau. Oh, ich bin im Urlaub gerade. Merkt gerade, wenn das Halle-Spiel ist, bin ich im Urlaub. Oh. Vielleicht habe ich das Glück und ich habe keinen Internetempfang und kriege davon gar nichts mit Montagabend. Das ist mein erster Tag nach dem Urlaub. Ich habe mir schon meine Zeit zum Arbeiten verlegt, damit ich nach Halle fahren kann, wenn das geht. Mal schauen, wie viel Spaß das macht. Naja. Gut, dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Verliert nicht die Hoffnung. Ihr wisst alle, dass ab Freitag schon wieder die ersten Parolen durchs Internet gehen, dass wir den HSV 4-0 vom Platz fegen werden. Das ist immer so bei Eintracht-Fans. Das ist zu Tode betrübt nach dem Spiel, und je länger die Woche dauert, desto euphorisierter werden wir. Der Kopf geht hoch. Um dann gleich wieder auf die Fresse zu bekommen. Ja. Wir kaufen irgendeinen Torschützenkönig aus der Regionalliga und dann sind alle wieder hoch auf. Ganz genau. Gut, ja. Macht's gut, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.